Aber von einem Tod lassen wir uns jetzt nicht entmutigen. Wir sind nämlich fast durch eigentlich. So, den Dicken schalten wir für Fernkampf aus. Jetzt fehlst nur noch du. Und jetzt müssen wir den ganzen Spaß hier wiederholen. Okay, einmal musste ich einstecken, aber jetzt kann ich sie über den Haufen schießen. Ja, dieser Bogen ist echt gut. Stirb, bevor sie dich hochheilen kann. So, als nächstes du weg. Ha, ausgewichen. Das Phantom haben wir ja zum Glück verbannt. So, du kannst nichts machen, außer blöd glotzen. Au. Okay, das habe ich unterschätzt, dass er mir einfach mal so in den Rücken fällt. Und dass er sein Schild hochhebt. Au. So, stirb. So, ich hätte jetzt ganz vorsichtig gern meinen Seelenhaufen wieder. Und da muss noch sie leider weg. Auch wenn sie wirklich nichts macht außer heilen. So. Den da hinten können wir ruhig ignorieren. Sie haben wir besiegt. Du könntest noch im Weg rumstehen. Und ja, das hier ist der Weg weiter. Erstmal gibt es hier eine Seele und alles. Alles ganz schön. So, um die Hütte hier herum können wir uns noch kurz umgucken. Hier dürfte allerdings nichts mehr sein, nein. Gut. Da ist wieder eine Frau. Versucht Zunge. Ja, die hat sich gerade weggeportet. So, einmal medizinische Heilung brauchen wir jetzt, weil das hier ist eine Bossnebelwand. Willkommen beim nächsten Boss, der Sängerdämonin. Und ja, sie ist ein Dämon. Au. Und sie ist nicht zu unterschätzen. Genau, vor allem wenn sie Klatsch macht.
Und wir haben nur die Chance, sie im Gesicht zu treffen, wenn sie es zeigt. Und sie anzuvisieren oder es ist eine schlechte Idee. Weil so können wir nicht so gut ausweichen. Genau, wenn sie das macht, einfach ausweichen, hinlaufen, weil sie ganz kurz gelähmt ist, sozusagen, bis sie sich wieder aufrappelt eben. Wenn sie das macht, müssen wir jedoch vorsichtiger sein, weil das kann ziemlich viel Schaden machen und es ziemlich gut treffen. Dem kann man zum Glück leicht ausweichen, wenn man die Attacke kennt. Der Attacke ebenso. Ja, der Boss ist recht einfach eigentlich. So, jetzt macht sie nochmal diese Attacke. Und wir haben sie besiegt. Ihr habt gesiegt. Wir kriegen die Sängerdämonenseele und den eingebetteten Schlüssel. Und sehr viele Seelen. Und können nun weitergehen. Jo. Ha, seht mal, ein Sionswächter. Das bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, Basilisken. Ja, die Basilisken wollen darauf aufmerksam machen, dass hier noch etwas ist. Genau, nämlich ein Versteinerter. Zum einen das, zum anderen ist hier noch eine Truhe. Ich hoffe, es ist eine Truhe. Hier gegen eine Mimik zu kämpfen, wäre unfair. Magiepfeile. Ja, sind ganz nett, wenn uns die Feuerpfeile ausgehen sollten. Ich will allerdings erstmal hier rein. Dafür will ich den Duftzweig benutzen. Ihn töten und hier das Leuchtfeuer aktivieren. So. Wir haben den eingebetteten Schlüssel. Wir haben auch die Rost-Zwillingsklinge. Eine Zwillingsklinge mit schweren Klingen an beiden Enden. Eher zum Eindreschen auf den Feind geeignet als zum Aufschlitzen. Das gefonnte Führen erfordert enorme Kraft. Die Zwillingsklinge bildet die Gestaltung einer aus fremden Landen stammenden Waffe. Die an beiden Enden ihres Griffes über Klingen verfügt. Eingebetteten Schlüssel. Schwert, das die Tür des Eingebetteten öffnet. Trotz der Waffenform handelt es sich tatsächlich um einen Schlüssel. Stoß den Schlüssel in den Eingebetteten, um seinem Schicksal ein grandioses Ende zu bereiten. Der einst menschliche Eingebettete kettete sich selbst für alle Ewigkeiten an, als er erkannte, dass er der Versuchung des Fleisches niemals widerstehen können. Seither harrt er des Tages, an dem jemand diesen Schlüssel findet und ihn in seiner Brust vergräbt. Ja, eigentlich in seinen Kopf. Gut. Alles anderes aussortiert. Das heißt, das können wir als nächstes Mal machen. Den Eingebetteten erlösen.
Dazu müssen wir ins mittlere Schloss. So. Die Königin wird uns nichts Neues zu sagen haben. Wir können sie ja mal kurz besuchen gehen. Dumm-di-dumm. Hallo. Nein. Also gut, Leuchtfeuer. Das heißt, wir müssen hier nach oben. Ja, und am Königskorridor würde ich gern mal wieder Koop versuchen, ein bisschen. Beim Spiegelritter kann man auch sich öfter mal beschwören lassen. Mal sehen, ob das dies jetzt immer noch der Fall ist. Wow, das ist gefährlich, wenn ich das hier auf der kleinen Plattform mache. Aber es sieht immer wieder cool aus. Schild ins Gesicht. So. Eingebetteten Schlüssel benutzen, ja. Ah, das sieht schmerzhaft aus. Aber er ist weg und wir haben eine weitere Frau in Sängerkleid gerettet. So, die verabschiedet sich auch. Und hinterlässt den Ring des Todes für uns. Gucken wir mal kurz. Ring des Todes bewahrt menschliches Aussehen, sogar einer Hülle. Der Träger dieses Rings erscheint menschlich, sogar wenn er eine Hülle ist. Es heißt, wir können uns in der Gruft der Untoten wieder mit den Toten anfreunden. Wir alle erleiden Verluste und keiner von uns kann dem Tod entkommen. Worin liegt dann die Faszination, das zurückzuholen, was bereits ins Jenseits eingegangen ist? Ja, das könnte wieder so eine Anspielung darauf sein, dass wir vielleicht tot sind und im Fegefeuer gelandet sind. Oh, und die Frau, die wir gerade befreit haben, singt. Wir sind auf jeden Fall in einer Art Zwischenwelt durch den Spiegel gereist. Hier hängen übrigens auch wieder überall Spiegel. Also durch das Spiegelbild der Ruinen im Intro. Aber ob Dragonlake jetzt wirklich das Jenseits ist, das Fegefeuer ist, oder ob das einfach nur ein Ort ist, der aus der Zeit getilgt wurde, was ja immer noch meine Vermutung ist, dass Lordran, Dragonlake und auch die Welt von Dark Souls 3 später, da will ich wieder mal nicht spoilern, einfach Orte sind, die aus der Zeit gerissen wurden durch den Fluch. Weil wir kennen ja die Erzählung auch von Solaire, dass Lordran und auch Dragonlake Orte sind, an denen sich die Zeitlinien überschneiden. Wo man Leute treffen kann, die schon lange tot sind, die vor langer Zeit gelebt haben. Dass Helden einfach auftauchen und wieder verschwinden. Ja. So. Wir haben sie befreit, also können wir mal kurz zum Gebetsturm reisen und mit der Sängerin dort am Anfang reden. Vielleicht hat uns die ja was Neues zu sagen jetzt, wo wir zwei ihrer Schwestern gerettet haben. Dafür müssen wir nur den einen Drachenwächter töten. Den da, den Erzdrachenwächter. Weil alles andere sieht recht friedlich aus. Oh. Hilfe! Ich habe ein Problem. Ah!
Mist, ich habe vergessen, die hört auf zu singen, wenn ich in die Nähe gehe.